Guten Morgen. Danke, dass du uns heute das Infoscope-Tool vorstellst. Ich kenne es ja schon etwas genauer und für mich ist wirklich das Infoscope-Tool der Inbegriff der papierlosen Ordination. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn du uns heute kurz und knapp in einem 10-Minuten-Video die Tools vorstellst. Und ja, dann würde ich gleich an dich übergeben. Gut, ja. Also dann vielen Dank für die Einladung, dass ich Infoscope zeigen kann. Die Infoscope-Plattform ist jetzt ungefähr 8 Jahre alt. Wir haben also begonnen mit Bildern, Videos, damit der Arzt, die Ärztin sich beim Aufklärungsgespräch einfach leichter tut und das dann auch dokumentiert ist. Mittlerweile sind wir mit der Online-Anamnese, die kontaktlose Patientenaufnahme und Corona-Scanner sozusagen hier auch in der Ordi, aber auch außerhalb der Ordi, das heißt auch von zu Hause, wenn der Patient schon seine Gesundheitsfragebögen von zu Hause ausfüllt. Ich zeige gleich mal einfach ganz praktisch, wie das funktioniert. Ich habe hier sozusagen unsere Menüführung. Ich kann hier auf den ersten Reiter gehen, dann habe ich da meine Patienten. Jetzt drücke ich auf eine Patientin, sagen wir zum Beispiel die Sandra Klein. Anamnesewarnung, sieht man die Warnung? Die Anamnesewarnung? Ja, sieht man. Ja, also das zum Beispiel wäre jetzt eine Patientin, die beim Zahnarzt ist in dem Fall, weil sie bei Bleaching oder bei Lachgassedierung zum Beispiel ja gesagt hat in ihrem Gesundheitsfragebogen, soll heißen, der Gesundheitsfragebogen ist nicht nur ein medizinisch indizierter Fragebogen mit den entsprechenden Einwilligungen auch für den Datenschutz, sondern man kann selbstverständlich auch Marketingfragen stellen, was auch sehr, sehr gut angenommen wird, damit ich weiß, von wo kommt der Patient, was hat er für Wünsche, Beratungswünsche. Und das kann man abfragen und dann gleich automatisch delegieren, was ja in den seltensten Fällen eine zeitlich her und von der Organisation her gar nicht möglich ist in den meisten Praxen. Aber wenn ich meinen Privatleistungsanteil erhöhen will, wenn ich da auf gewisse Dinge hinweisen will, die ich habe bei mir in der Praxis, dann kann ich das hier machen und kann dann am Ende sogar hier bei Öffnen, kann ich dann draufdrücken und es geht ein entsprechendes Erklärvideo zum Beispiel auch. Wenn ich jetzt beispielsweise dem Patienten sein Röntgenbild, entweder ich habe es zugeschickt bekommen vom Zuweiser oder ich habe es eben selbst gemacht im Klinikum und dann möchte ich beispielsweise ein Röntgenbild aufrufen, kann ich das machen und kann es also vergrößern, verkleinern, kann es mit einem Bildschirm verbinden irgendwo, jedenfalls aber kann ich einzeichnen und kann sagen, schau her, der ist dann irgendwie so und so viel Grad und das gehört irgendwie weggeschnitten. Der Patient sieht aufgrund des Röntgenbilds sehr, sehr schön und aufgrund meiner Einzeichnungen, worum es geht. Und am Ende werde ich dann auch noch zeigen, wie man das dem Patienten rechtskonform und DSGVO-konform nach Hause schicken kann per Mail, sodass er es gleich am Handy hat und auch mit seiner Familie über den Eingriff sprechen kann. Ich gehe jetzt hier oben in diese Menüleiste auf den Reiter Bilder und habe so jetzt hier zum Beispiel die Abteilung Fuß-OPs. Und da haben wir jetzt einen Hallux Valgus und da gibt es verschiedene Operationsmethoden. Ich nehme jetzt irgendwo den Hoffmann. Und dann habe ich hier, wie du siehst, Bilderketten. Das heißt, Bilderketten schaffen mir mehr oder weniger einen genauen Gesprächsleitfaden, den ich, wie gesagt, entweder habe ich einen guten oder einen schlechten Tag ebenfalls sozusagen hier delegieren kann, teilweise delegieren kann. Klar hat die Aufklärung von mir gemacht, aber zumindest kann ich das alles schon in einer Form dem Patienten bildlich auch unterstützt zeigen. Wir wissen, es ist nicht nur die nicht-deutsche Muttersprache, sondern auch viele Österreicherinnen und Österreicher haben ein Verständnisproblem und das tun einfach Bilder und Bilderketten ihres dazu, damit das Verständnis besser ist. Ich kann dann da einzeichnen und kann hier weitergehen und kann dem Patienten zeigen, was da genau gemacht wird und was da weggeschnitten wird, in dem Fall reduktiv. Und damit das dann nachher so ausschaut, da kann ich natürlich etwas dazu schreiben, wann das wieder gut ist. Ich kann natürlich Farben wechseln, ich kann Textblöcke einfügen. Also ich habe hier alle Möglichkeiten, um ein entsprechend gutes Merkbild de facto für den Patienten erzeugen. Ich kann auch jetzt, wenn ich das möchte, ein Foto machen. Ja. Und kann dieses Foto ebenfalls einbinden. Das ist vielleicht bei Patienten, die jetzt nicht auf ihre Ferse hinuntersehen, gar nicht schlecht. Und tue mir halt einfach leichter, wenn ich diese Sachen alle dabei habe. Am Ende, wenn ich diese, ich möchte auch noch ganz kurz Videos herzeigen, also wenn ich jetzt zum Beispiel habe 3D-Animationen und Bilder für, also Videos für Patienten, dann gehen wir mal zum Beispiel in den Orthopädie-Bereich und machen was mit Knie in dem Fall. Und dann habe ich hier halt ein Bild und dann kann ich das ebenfalls anhalten und kann dem Patienten was einzeichnen und was dazu malen. Und rechts unten, wenn du siehst, hast du da so eine orange eine Keule, Tina. Das ist mehr oder weniger eine Abkürzung zu den Aufklärungsbögen, wo ich dann auch gleich die entsprechenden Intextblöcke formatierten Aufklärungsbögen
Bögen habe, zum Beispiel worum es da geht, was die Prognose ist, was die Alternativen sind und so weiter. Und dann kann ich das da durchgehen. Auch da kann ich einzeichnen, hervorheben und gehe das mit dem Patienten durch. Oder ich habe es schon vorbereitet. Und dann am Schluss, klarerweise, ist die Einwilligung, die ich dann ebenfalls mit dem Patienten ausfülle und wo der Patient unterschreiben kann. Die Unterschrift kann er entweder gleich am Tablet machen oder ich schicke es ihm, wie gesagt, entsprechend datenschutzkonform nach Hause und er kann dann zu Hause auf jedem touchfähigen Gerät, Handy, Tablet, mit der Maus am Computer ist noch ein bisschen verwackelt, aber ansonsten kann er es eigentlich überall ausfüllen. Ich als Arzt kann selbst ebenfalls meine Unterschrift machen und wenn du genau schaust, ich mache es ein bisschen größer hier, dann haben wir jetzt hier die unchristliche Zeit von 8:12 Uhr, wo wir heute unser Gespräch führen. 20. Das heißt, ich habe den Zeitstempel, wann unterschrieben worden ist. Ich würde jetzt einfach auf PDF gehen. Ich zeige dir jetzt da unten links ist der PDF-Knopf. Wenn ich da drauf drücke, erzeugt sich heute das heutige Beratungsgespräch. Also wir haben mit der Sandra Klein gesprochen. Wir haben ihr diese Aufklärung sozusagen zukommen lassen. Die Sandra hat es auch gleich unterschrieben oder eben noch nicht unterschrieben, erst beim nächsten Mal unterschrieben. Und hier hast du zum ersten Mal der Patient jetzt hier de facto ein wirklich individualisiertes Aufklärungsgespräch mit all den Dingen, die ich ihm gezeigt habe, inklusive meiner handschriftlichen Notizen. Und am Ende habe ich die Möglichkeit, das dem Patienten auszudrucken. Ich habe den Schwarz-Weiß-Drucker da bei mir im Büro, deswegen ist das jetzt sozusagen ein bisschen farbschwach, ja. Mhm. Aber selbstverständlich kann ich es auch dem Patienten nach Hause mailen mit einem Passwort. Bei dem Mail, hier hast du noch ein zeitliches Erstellungsprotokoll. Das heißt, wir sehen hier, dass ich von 8:09 bis 8:12 jetzt mit dir dieses Aufklärungsgespräch geführt habe, wegen des Hallux. Und jetzt gehe ich da auf Sichern. Und wenn ich auf Sichern gehe, ist das Dokument jetzt abgespeichert und zwar lokal, direkt bei dir in der Gesundheitseinrichtung, in der Praxis oder im Klinikum lokal. Also da geht nichts rein und nichts raus. Mhm. Das ist soweit einmal die Patientenaufklärung, die man selbstverständlich mit eigenen Aufnahmen ebenfalls unterfüttern kann. Also wenn ich auf meine eigenen Bilder gehe, dann sieht man sozusagen hier eigene Sachen, die man selbst aufgezeichnet hat. Da haben wir zum Beispiel eine kleinere Einrichtung, die hat einfach nur schlicht und ergreifend ihre Flyer, die da im Vorzimmer stehen, abfotografiert. Mhm. Jedenfalls haben wir hier die Situation, dass wir in der Aufklärung de facto, vielleicht zeige ich das mal an dem Beispiel, kann man es ganz gut sehen, wir versuchen, diese Situation herzustellen. Mhm. Ja? Damit man mit Bildern, mit den entsprechenden Formularen, mit einer mehrsprachigen Anamnese den Patienten direkt dort zeitsparend und effizient und in immer gleichbleibender Qualität abholen kann. So viel zur Aufklärung. Ja, entschuldige. Jetzt hast du uns ja ganz, ganz tolle Bilder gezeigt und auch die Aufklärungsbögen. Kannst du uns kurz sagen, für welche Fachrichtung ihr das alles habt? Also Bild, Videomaterial, also auch die Aufklärungsbögen? Ja, also an sich haben wir fast alle Fachgruppen. Ich habe auf meinem iPad halt jetzt nur die Derma, die Gyn, die Ophthalmologie, Orthopädie und die HNO, plastische Chirurgie und Zahnmedizin. Aber selbstverständlich kann man das für Urologie haben, man kann es haben für Allgemeinmediziner. Es geht hier einfach darum, welche Aufklärungsbögen brauche ich, welche Behandlungen mache ich überhaupt. Und wir haben derzeit etwa bei ja nicht ganz 1200 verschiedene Behandlungen, die wir mit Bögen und mit Bild- und Videomaterial hinterlegen. Wir haben jetzt beispielsweise eine sehr, sehr große Praxis in der Endoskopie, also rein nur Magen-Darm-Spiegelungen, mit 12.000 Eingriffen im Jahr. Und der Herr Doktor hatte dort schon seine eigenen Bilder und Videos, die er entweder am Bildschirm im Wartezimmer hatte, aber eben auch 3D-Animationen, die er sich einmal hat machen lassen für die Homepage. Und da haben wir dieses Material einfach ebenfalls in unsere Infoscope-Plattform integriert. Das heißt, man kann natürlich selbstverständlich eigene Arbeiten, Vorher-Nachher-Arbeiten, Bilder, Videos, auch von, wenn man von Industriepartnern etwas bekommt, das kann man ebenfalls in unser System implementieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt hat ja jede Praxis eigentlich eine Patientenverwaltungssoftware. Gibt es eine Schnittstelle? Ja. Wie organisiert ihr das? Ja, das darf ich auch gleich zeigen. Und zwar ist das hier, man sieht das, glaube ich, jetzt ganz gut. Wir haben eine Software, die ist lokal installiert, direkt auf eurem Server. So. Und dann haben wir iPads, 1, 2, 3, wie viele auch immer in der Praxis notwendig sind. Und diese iPads sind über WLAN mit unserer Software verbunden.
Und diese Software ist wiederum selbst über eine Schnittstelle, das sind hier die Schnittstellen, die es gibt, mit dem Praxisverwaltungssystem verbunden, das jetzt hier ist, diese Schubladen hier. Ne? So. Und lokal, direkt in der Praxis, dort, wo euer Praxisverwaltungssystem oder KIS-System installiert ist, genau dort, wo in dem Fall jetzt die Patientendaten liegen oder Röntgendaten liegen oder andere patientenbezogene Daten liegen, dort gleichen wir uns ab. In der Humanmedizin ist es zumeist die GDT-Schnittstelle, in der Zahnmedizin ist es zumeist die VDDS-Schnittstelle. Aber selbstverständlich mit DICOM HL7 oder anderen Schnittstellen können wir ebenfalls kooperieren, das ist kein Problem. Mhm. Das würdet aber alles ihr übernehmen von Synmedico dann. Also das heißt, wenn ich als Arzt Interesse habe, jetzt aber technisch alles immer ausgelagert habe, würde ich euch meinen Technikkontakt geben und ihr würdet das organisieren. Ja, genau. Also die Schnittstelle, okay, die von unserer Seite zu bauen ist, falls überhaupt, weil die meisten Standardschnittstellen, die es ja schon gibt, wie gesagt, bilden wir schon ab. Aber sollte es hier eine letzte Meile geben, die wir machen müssen, dann gehen wir die von unserer Seite. Es gibt nur eine einzige theoretische Einschränkung, nämlich dass die Praxisverwaltungssoftware, die der Arzt oder die Ärztin im Einsatz hat, dass die sich weigert, irgendwelche Schnittstellen herzugeben, aber das haben wir noch nie erlebt. Also die meisten Praxisverwaltungssysteme haben ja Schnittstellen zu anderen Geräten und damit, sage ich mal, können wir auch andocken. Ja. Okay. Jetzt, was für mich ja ganz wichtig ist, ist immer, dass man auch die Praxisprozesse verbessern kann, optimieren kann. Ihr habt da ja verschiedene Möglichkeiten, zum einen mit dem Online-Check-In. Vielleicht kannst du auf den noch mal ganz kurz eingehen, weil gerade jetzt in der Covid-19-Zeit. Das ist also ein Beispiel eines unserer Kunden, hast du dann hier auf der Webseite und das ist natürlich am iPad ganz gleich. Du hast dann hier sozusagen eine Anamnese und dann geht hier die Anamnese auf oder der Gesundheitsfragebogen, der Patienten-Check-in, in dem Fall online und natürlich auch mit dem jeweiligen Layout der Gesundheitseinrichtung. Und dann klickt man sich hier einfach durch. Du siehst hier, das sind jetzt sehr, sehr ausführlicher Bogen, 42 Textblöcke, die man hier ausfüllen soll für den Herrn Doktor. Und 03, 05, 1969. Und so geht man dann einfach den ganzen Bogen durch und kann alle seine Daten eingeben. Und wenn man beispielsweise was nicht ausfüllt, ich fülle jetzt einfach mal was nicht aus, dann sagt das System, hey, du musst das ausfüllen. Das heißt, kann ich alles individualisieren als Arzt, wie ich das gestalten will, ob ich ein Online-Check-In machen will, ob ich es über meine Website einbinden will oder ob ich es gleich in der Ordination machen will über das iPad. Genau, du kannst es sogar auch in der Ordination, also wir haben schon Kunden, die sagen, nee, also gerade jetzt unter Corona will ich nicht alle 5 Minuten das iPad putzen. Mhm. Dann haben wir einen QR-Code, also auf so einem kleinen Aufsteller einen QR-Code. Der Kunde kann das abfotografieren und füllt dann gleich am Handy die Anamnese aus. So wie ich es hier jetzt mache, macht das halt am Handy. Und er kann auch nicht nur individualisieren und die Textblöcke so gestalten, wie er das möchte, er kann auch die Felder aufeinander beziehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Mann bin, dann sind die Fragen nach dem Konter oder nach der Schwangerschaft sofort durchgestrichen. Und bei anderen Sachen, wenn ich zum Beispiel jetzt nichts ausfülle, sagt er, ich muss was eingeben und so geht es halt dahin. Ich kann auch Felder machen, die voneinander abhängig sind. Das heißt, wenn ich sage, Rauchen ja, dann will ich noch wissen, wie viel Zigaretten am Tag zum Beispiel oder Alkohol ja, dann was genauso. Also ich kann hier wirklich innerhalb dieses Fragebogens nicht nur sicherstellen, dass alles ausgefüllt ist. Also ich habe die Daten vollständig. Ich habe die Daten gerade jetzt auch mit Corona-Symptome abfragen, auch ein Signal und in der Außenwirkung gezeigt, dass wir sozusagen eine vertrauensvolle Praxis sind, dass man bei uns sozusagen im Vorfeld schon getrennt wird und nicht erst in der Orde. 2, ich erspare dem Personal und den Mitarbeiterinnen enorm viel Arbeit und ganz viel Telefonterror unter Anführungszeichen, weil die Dinge schon vorher ausgefüllt sind. Ich habe die Möglichkeit dann bei den Zeiten, also sprich bei den Terminvergaben darauf einzugehen. Wenn ich einen Online-Terminkalender habe, habe ich auch eine höhere Showrate. Das heißt, ich habe eine höhere Termintreue. Das heißt, der Patient kommt auch viel, viel sicherer, wenn er sich nicht einfach nur anmeldet am Telefon, sondern auch schon seine Gesundheitsdaten ausfüllt. Und das darf man auch nicht unterschätzen, sehr viel ältere Leute, die dann von den Kindern oder von den Nachbarn oder von wem auch immer jetzt sozusagen Unterstützung kriegen beim Ausfüllen dieses Gesundheitsfragebogens, die tun sich zu Hause in einer
intimeren Atmosphäre unsere Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, auch leichter. Das heißt, insgesamt, klar, der Kaufmann lobt seine Ware. In dem Fall muss ich sagen, ich bemühe mich auch objektiv zu sein. Ein Online-Check-In ist eine wunderbare Alternative. Es ist nicht entweder oder, es werden sicherlich immer noch viele Patienten das in der Ordi machen wollen, aber ich kriege mein Wartezimmer leergeräumt, ich habe eine sozusagen eine bessere Taktung und ich habe dann auch Patienten, die verletzt kommen und die in der Praxis nicht mehr so viel im Wartezimmer sitzen müssen. Naja, vor allem man hat die Wahl, ne? Man muss es ja nicht nutzen, man kann ja auch sagen, man möchte es über das iPad nutzen oder man kann den Online-Check-in nutzen oder vielleicht auch pro Behandlung oder behandlungsabhängiges machen. Genau, richtig. Würdest du vielleicht noch auf zwei Themen eingehen, die mir total wichtig sind, und zwar, oder die ich total toll finde am Infoscope, ist zum einen das Marketing-Thema, ja, also das Thema, und zum anderen das Standard-Thema. Ja, sehr gerne. Also zum Marketing muss man sagen, im Grunde ist in der Praxis oft sehr, sehr wenig Zeit, die eigenen Privatleistungen noch herauszustreichen. Ja, es ist auch irgendwie schwierig, dann beim Arzt zu sagen, und haben Sie das schon mal probiert und haben Sie das schon mal probiert. In Wahrheit ist es aber so, dass das eine, sagen wir mal, eine falsche Bescheidenheit ist, oft auch von den Ärztinnen und Ärzten zu sagen, ich bin mit einem Heilberuf, Sie haben ja auch einen Betrieb zu führen. Und von daher ist es, wir haben die besten Erfahrungen gemacht, wenn man eben gewisse Ankündigungen am iPad gleich mitmacht und der Patient das beim Gesundheitsfragebogen zum Beispiel auch schon sieht. Das sind hier sozusagen unsere Prophylaxeleistungen. Denn in Wahrheit ist die Prophylaxe, ich gebe ein Beispiel aus der Zahnmedizin, es sind nur etwa 30% der Patienten in Österreich im Durchschnitt auch zweimal im Jahr regelmäßig bei der Mundhygiene. 95% der Patienten haben überhaupt keinen Parodontalstatus im Sinne von Zahnfleisch, wie ist das zurückgegangen etc. Da werden die einfach nicht beraten. Die kommen, weil das wehtut und das wird repariert und das war's. Auch in der Allgemeinmedizin ist einfach sehr, sehr viel los oft in der Praxis oder beim Orthopäden und es fehlt einfach die Zeit, auf diese Prophylaxeleistungen einzugehen. Und da helfen einfach Visualisierungen, die der Patient während seiner Wartezeit sehen kann, entweder auf einem Bildschirm oder auf der Website oder auf einem Wartezimmer-Fernsehbildschirm oder eben wirklich so, wie ich es vorher gezeigt habe, wenn der Patient sagt, das und das interessiert mich, dann hat er hier die Möglichkeit, dass er sich das eben anschaut auf einem Tablet im Patientenmodus. Das heißt, er kann sich sonst nichts anschauen, außer dieses Video. Und es ist auch gleich hinterlegt, dass sich der Patient das angesehen hat. Das führt dann zu einer Möglichkeit, Dinge auch statistisch auszuwerten, Tina. Das heißt, wenn ich am Ende des Monats mit meinem Team sage, okay, wir wollten dieses Monat ein Magnetresonanzding irgendwo da auch kommunizieren, wie oft wurde es gemacht, wie oft hat es die Susi gemacht, wie oft hat es die Janina gemacht, wie viel Rückfragen und Feedback ist von den Patienten gekommen. Und wie gesagt, wir haben in Deutschland, in Österreich nicht, aber in Deutschland eine eigene Tochterfirma, die nur praxisbetriebswirtschaftliche Themen macht und die teilweise den Privatleistungsumsatz um 15-20% hebt im Vergleich zu dem Kassenumsatz und da wirkliche ganz große Erfolge erzielt. Das sind teilweise sechsstellige Beträge am Ende des Jahres, hochgerechnet. Ja. Das sind alles Dinge, die der Patient ja auch hören und sehen will. Ich meine, wenn du zum Autohändler gehst, Autoreifen wechseln und der sagt, Sie haben jetzt einen Reifen, der Winter und Sommer ginge, das wäre für Ihr Auto gerade mal eine gute Alternative, sind Sie mir auch nicht böse, ne? Oder bist du mir auch nicht böse? Also, natürlich, ja. Den besten Service für den Patienten zu generieren. Richtig, es ist ein Informationsservice, genau. Ja, okay. Und dieser Punkt, was wir auch sehr oft merken, ist, wenn junge Ärzte eine Praxis aufsperren, zu sagen, naja, ich will nicht zu marktschreierisch sein, ich will da nicht zu im Verkauf sozusagen sein. Keine Sorge, der Patient nimmt es, über 95% der Patienten sehen diese Zusatzinformationen als hilfreich. Also der Arztberuf ist bei weitem nicht einer, wo man sagen kann, der wird das als verkäuferisch gesehen. Ja. Und vor allem ist es ja wirklich über Aufklärungstools, über Informationen, die hilfreich sind für den Patienten. Ne? Genau. Ein zweites Thema noch, bevor die Zeit um ist für unser Interview, ist das Thema Standards in der Ordination, Prozesse schaffen. Jetzt haben wir den Prozess ja schon auf der Patientenseite, das haben wir jetzt ja schon besprochen, Aufklärung, Anamnese, Check-in. Was ich noch ganz wichtig finde, ist einfach eine super Zusatzleistung über euer Tool ist, dass man die Audi-Prozesse digitalisieren kann. Das heißt, ich kann Standards schaffen und somit einfach den Onboarding-Prozess von neuen Mitarbeitern erleichtern, aber auch wirklich einfach für einen Qualitätsstandard in der Ordination schaffen. Kannst du uns 1, 2
Beispiele dafür geben? Ja, also man kann in Wahrheit subsumieren mit alle Zetteln eine App. So könnte man es formulieren. Ja, also einfach papierlos, oder? Ja, richtig. Also wir haben am Anfang haben wir eigentlich nur die Patientenkommunikationsseite dokumentiert und dann kam man aber, wie es immer ist, es kam von der Kundenseite natürlich, kommen die besten Ideen. Aber man muss dann halt auch sozusagen zuhören und das tun wir eigentlich. Wir haben immer noch nach fast 8 Jahren, die wir am Markt sind, immer noch so ein bisschen einen Startup-Charakter. Also wir sind immer noch ganz offen mit den Ohren, wenn es um irgendwelche neuen Ideen geht. Und eine dieser Ideen ist eben unter anderem, ich möchte gerne für alle neuen Mitarbeiter oder ich möchte für die bestehenden Mitarbeiter eine Checkliste haben für oder Mitarbeiterunterweisungen haben. Ich möchte das auch dokumentieren, ob das die Brandschutz, einmal im Jahr diese Brandschutzprüfungen sind oder Infektions- und Hygienestandards oder eben für den und den Eingriff möchte ich, dass das und das so vorbereitet ist oder aufsperren und der Letzte macht das Licht aus. Also da gibt es ganz, ganz viele Cases, das weiß jeder. Und wenn es der Urlaubszettel ist, all diese Dinge kann ich in Wahrheit entweder per E-Mail ans iPad schicken, das heißt Zuweiser, Labore, schicken diese Dinge, Befunde, schicken diese Dinge einfach per Mail an diese Adresse vom iPad. Ich kann das dort direkt in Infoscoop laden, das Dokument, und dann dort auch gleich weiter bearbeiten. Also das ist für alle Dokumente im PDF möglich. Der zweite Punkt ist, dass ich eventuell einen Patienten anlege, der heißt meine Ordination, mit Vornamen meine und mit Ordination Nachname. Und dort habe ich meine Wiedervorlagen für gewisse Dokumente, die eben dann, wenn ich einmal in der Woche diesen Ordner, diesen Patienten meine Ordination öffne, weiß ich, was diese Woche zu tun ist, weil er mir automatisch die Dokumente zeigt, die sozusagen fällig sind zum Ausfüllen. Selbstverständlich kann ich auch dort Bilder hinterlegen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte einem neuen Mitarbeiter zeigen, wie das genau bei uns abläuft, wo was steht und so diese Dinge. Der neue Mitarbeiter hat seinen eigenen Ordner, wo das Dokument der dann unterschreibt und abspeichert, genau wie bei einem Patienten. Also ich finde, alles, was jemals mit welchem Mitarbeiter auch immer zu dokumentieren ist und gemacht worden ist, das liegt dann dort alles sozusagen ebenfalls am Server papierlos abgelegt. Wichtig ist nur, dass man mit seinem Netzwerkadmin spricht, damit auch wirklich immer alles, klarerweise liegt ja unsere Software bei euch am Server oder beim jeweiligen Admin-Server, dass da auch eine ordentliche Datenspeicherung da ist, aber das ist ohnehin selbstverständlich. Ne? Genau, das würde man dann ja am Anfang beim Onboarding, beim Technik-Onboarding nochmal klären. Super. Genau. Norbert. Ja, super. Wie kann man als Arzt vorgehen? Man kontaktiert dich einfach und ihr macht eine Vorstellung von Infoscoop nochmal? Ja. Also wir haben an sich jetzt seit Corona die letzten 8 Monate sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Format, so wie wir es jetzt haben, dass man quasi wirklich dem Arzt ein vertrauensvolles Gespräch führt, ganz unverbindlich, wie will er die Prozesse bei sich verändern, anpassen. Das heißt, wenn jemand sich schon Gedanken gemacht hat, wie er da moderner arbeiten, effizienter arbeiten will, einfach mal sich melden und wir gehen es gemeinsam durch. Was sind die Ziele? Der eine will mehr Verkauf machen, der andere will ein bisschen ins Image investieren, der dritte will Online-Dokumente haben, der vierte sagt, ich möchte einfach den Papierkram weg haben, der fünfte will forensisch besser abgesichert sein, der sechste will nicht, das war unser ursprüngliches Briefing. Der erste Arzt, der war bei uns, der gesagt hat, also Norbert, ich erzähle 10-mal am Tag wie ein Papagei dasselbe, bitte tu diese Videos da auf mein neues iPad. Das war vor 9 Jahren, glaube ich, das war sozusagen unser Stein des Anstoßes. So hat es begonnen. Und also unterschiedliche Motivationen, warum man digitalisieren aus dem Digitalisierungsgrund, das ist also kein Selbstzweck. Digitalisierung geht auch mit dem Team. Das heißt, es ist jede Praxis und jedes Klinikum ein bisschen anders von den Skills der Mitarbeitern, von der Zielsetzung, die man damit erreichen will. Deswegen ganz einfach ein kurzes Gespräch ist hilfreich. Super, perfekt. Dann danke dir auf jeden Fall für die Vorstellung.